Ja, was grüß euch und herzlich willkommen im Multiplayer-Projekt. Ja, heute haben wir die Ehrenwerte-Aufgabe, dass wir unseren Weizen anbauen. Oh ja, gekrubbert haben wir in der letzten Folge, siehst du. Jetzt habe ich nochmal nachdenken müssen. Aber haben wir eh alles da schon. Siehst du, der hat aber einen Spurreißer. Ein Wahnsinn. So ist es. Jetzt fangen wir... was bauen wir denn noch? Weizen haben wir schon. Gerste. Hafer, Raps, Sojabohnen. Ölrettich, Gras. Eigentlich müsste man ja Ölrettich haben, dann haben wir die 100% Düngen erreicht. Ja. Das war halt, glaube ich, gar nicht so schlecht hier. Aber schauen wir mal, was die Preise hergeben und da können wir vielleicht nochmal Gülle fahren. Weil Gülle wird bis zu T-Shirt. Bisschen wieder nicht zusammenkommen, bis das gewachsen ist. Ich glaube, was brauchen wir da? 15.000 Liter? Nein. Ich glaube, zwei Fasseln haben wir braucht. Das heißt, nein, 8.500, ja. 15.000 Liter, weil... zwei Jahre sind so 16.000, 17.000. Aber 15 werden wir sowas brauchen. Glaube ich. Schätze ich mal. So ist das. Wir fangen nicht mehr durch den Ecken an. Ich glaube, ich habe so immer ein bisschen geschaut gewesen. So! Dann schauen wir mal wegen die Preise. Ja. Wir kriegen natürlich Biopreise. Puh, die Gerste ist hoch. Hein? 1000 Euro. Gegensatz zu Ding. Relativ natürlich zu Sonnenblumen. Der Hafer ist sehr niedrig. Schaut euch das an, da kriegen wir 400 Euro mehr beim Weizen, beim Hafer kriegen wir nur nicht einmal 200. 160 Euro. Mais haben wir sonst auch nicht, Erdäpfel. Schaut euch das an, das ist sogar der konventionelle Preis, bis zu wieder Bier, ja. So, Baumwolle braucht keiner, Zucker aber das auch nicht, Eier, 4000, geil, oder? Der Milchpreis steigt wieder. Das ist cool. Silage und Co., das ist gut Ding. Raps hat 1700 Euro. Ich glaube, da wird man Raps abbauen gehen. Wenn wir jetzt den Raps abbauen. Weil Raps braucht eigentlich relativ wenig Saatgut. Zu anderen Maschinen. Ja, so ist das. Uiuiuiui. Die Maschine hat 57%. Da müssen wir in der nächsten Folge, wenn wir fertig sind mit dem Feld, dass wir die reparieren fahren gleich, weil Traktor da ist leider auch cool. 100 Liter geht noch ein bisschen, aber ich glaube, da wird schon zweimal Tank mit denen. Einmal sicher. Das heißt 3 Liter. Puh, ist schon viel. Schauen wir mal, ob wir schneller sind, weil beide sind eigentlich 4 Meter Geräte. Aber jetzt können wir nicht so überlappen. Wir schauen immer, dass bei der genau beziehungsweise ein bisschen überlappen. Genau, auf der Kotflügel Innenseite wieder. Ein bisschen schauen, mit der Spur bleiben.
vielleicht ein bisschen Stimmung heben. Oh, das passt schon. Also wie viel Kilo heben wir jetzt eigentlich dann verloren? 30 sowas. Hm. Das geht, ich bin mal 15 auf, aber ich sage jetzt, das ist nicht viel Gras braucht für eigentlich relativ zu anderen Sachen. Gras braucht wirklich relativ viel Sod, gut. Ey, schau mal jetzt einmal, das Unkraut müsste, ja. Ah, das sehe ich ja wieder nicht, ob es Unkraut ein ist. Aber das Unkraut wächst nicht, das verwundert mich. Muss ich in der Zwischenfolge dann einmal schauen, ob es Unkraut überhaupt eingeschaltet ist, weil ich jetzt zwei geschaltet, aber vielleicht. Also, ich will nicht sagen, dass ich jetzt unehrlich bin, aber es hat schon Situationen gegeben. Da bin ich einfach nur vom Server gegangen und hab nichts gemacht und auf einmal ist jetzt halt auf 120 gestanden, ja. Und ich kann aber nichts dafür, es kann keiner was dafür. Aber was willst du? Spiel ist Spiel, Realität ist Realität. Wenn in dem Moment... Warum? Komisch. Komisch, komisch. Zeitmaschine ausgewählt, also fuhren auf und wechseln und wieder fuhren. Nicht ärgern, ist ein Spiel. Nicht ist natürlich alles anders, da kannst du nur mehr ärgern. Wann was nicht funktioniert. Zeitmaschine schaut schon ein bisschen Ding aus, ein bisschen vergewaltigt. Aber, seid mir nicht böse. Warum geht da vor, warum damit? Ich verstehe, dass die Schare unten ein bisschen Ding sind, ja. Die Zinken hinten. Die Federn, okay. Aber, was der Rahmen so zerkratzt ist, Stützen, okay, verstehe auch noch wegen der Senke. Also. Aber ja. Was willst du? Was will man tun? Zeit vergeht eh wie im Flug, ist okay. Aber wie kämpfen wir, dass das viel schneller geht? Ja, komm, na gut, mein Punkt ist der andere Arbeitsfunktion, aber trotzdem. Na gut, ich glaube mit 10 km/h sind wir im Bergauf, es ist 13 km/h. Haben wir schon 3 km/h Unterschied. Dem Sinne. Ich glaube, so sauber waren der Tag schon lange nicht.
Weg gehe. So sauber. Puh. Hoppala. Gang aus der Kappe beim Gearbox. So, wenn ich diese Folge gefahren habe, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Grantelprojekt hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, habet ihr. Servus.